Höxter ist eine Mittelstadt mit knapp 30.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen. Es ist die Kreisstadt des Kreises Höxter. Die Freizeitanlage Höxter Godelheim ist gut ausgeschildert und liegt außerhalb von Höxter inmitten der Natur. Eine Straße führt durch ein Waldstück bis hin zu einem Großparkplatz. Im hinteren Bereich ist der Reisemobilstellplatz. Die Einfahrt ist durch eine Kette gesperrt. Diese öffnet man, fährt hinein und sucht sich eine freie Parzelle aus. Der Kassenautomat steht gleich bei der Einfahrt. Es gibt einen Brötchenservice und täglich kommt der Platzwart zum Einkassieren. Er beantwortet gerne eure Fragen. Der Reisemobilstellplatz ist in drei Flächen geteilt. Es sind allesamt große Parzellen und man fühlt sich hier sofort wohl. Ein Toilettenhaus steht bei der Einfahrt zum Großparkplatz. Die Übersichtskarte zeigt mir, dass wir an einem Badesee sind. Aus dieser Sicht befindet sich der Stellplatz rechts des Badesees. Circa 100 Meter vom Stellplatz entfernt befindet sich das Restaurant Seestern. Hier gibt es Gutes zu essen und man genießt einen Blick zum Badestrand. Auch Gigi schaut zu den Badegästen. Für Kinder findet man ein Spielparadies auf einer großen Wiese. Das Ganze befindet sich unweit des Stellplatzes. Nun möchte ich den Ort Höxter besuchen. Die Tafel verspricht mir, viele Sehenswürdigkeiten hier anzutreffen. Als erstes fällt mir das historische Rathaus auf. Darin untergebracht ist die Touristinformation. Den Eingang dazu findet man beim Turm. Überhaupt lohnt es sich, dieses Gebäude genauer von außen anzusehen. Mein nächster Blick gilt der St. Kiliani-Kirche mit den zwei Türmen. Viele wunderschöne Fachwerkhäuser prägen das Stadtbild. Und ein kleiner Bach fließt mitten durch den Ort und treibt ein Wasserrad an. Wer shoppen möchte, kann dies im Zentrum gerne tun. Gleichzeitig können weitere Sehenswürdigkeiten der 30.000 Einwohnerstadt bestaunt werden. Ich habe noch ein paar Eindrücke gesammelt. So eine Parkanlage mit einer schönen Baumallee. Nun fahre ich mit dem Rad weiter, vorbei an dem Stellplatz Höxter Floßplatz in Richtung Welterbe Gorvey. Von der Stadt aus sind das gerade mal knappe 2 Kilometer der Weser entlang. Der Ursprung dieses Schlosses liegt im Jahre 822 in Form einer Basilika. 1699 baute man die Abtei in diese barocke Residenz um. Im Schloss befindet sich unter anderem ein Museum und eine Bibliothek. Nach so viel Kultur fahre ich wieder gemütlich zurück zum Stellplatz Höxter Godelheim. Schön ist es hier. Darum, bis bald. Wir sehen uns in Höxter. Ich war schon da.